Hallo Leute, hier ist wieder euer Mr. Zero Chaos, euer Zero. Yeah, endlich mal wieder zurück. Mittlerweile mit meinem 6. Video. Was spielen wir hier? Es ist Castlevania Curse of Darkness. Oh mein Gott, ich kann kaum glauben, dass ich dieses Spiel jemals wieder angefasst habe. Ich hatte viel zu tun und ist halt so. Ich habe auf dem Weg hier noch ein bisschen trainiert, bin jetzt Level 5. Das müsste ausrechnen. Oh mein Gott! Zombies! Diese Zombies haben eine Special Ability drauf. Nein, das sollst du jetzt eben nicht machen. Okay, das nicht. Ja, womit hatte ich denn alles zu tun? Ich musste alles mit meiner Präsentationsprüfung machen. Ich hatte viel zu tun mit anderen Spielen. In unter anderem jetzt mit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, mit irgendwelchen anderen Spielen und mit einem Spiel, was ab 16 ist und was ich natürlich mir vorgenommen habe, natürlich auch noch zu LP'en. Nein, das finde ich doch bescheuert. Warum will ich das eigentlich dann tun? Aber egal, Castlevania Curse of Darkness ist ja kaum besser. Das ist ab... Was ist das? Wie war das nochmal? Ab 12 freigegeben? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube ab 12. Ja, das ging so. Nein, das ging nicht so. Ah, so ging das. Ja, ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Ja, das Spiel nicht schon. Oh. Lange nicht mehr gespielt. Fleisch füllt übrigens unsere HP wieder auf. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wenn doch, tut mir leid für diese neue Information. Und ein Zauberer. Go away. Ha. Diese Zauberer haben, glaube ich, nicht sehr viele HP. Dafür aber sind sie verdammt stark in ihren Magieattacken. Warum auch immer ich immer noch meine scheiß Garno-Axt dabei habe, fragt mich einfach nicht. Zack. Immer wieder. So, die Tür wurde abgeschlossen. Ha, inzwischen sind wir schon so stark, wir können jetzt jedes Skelett mit einem Schlag killen. Zumindest hier. Pass auf. Bam! Bam! Falcon! X! Ja, unsere Unschuldengel können auch leveln, was für uns natürlich auch noch zum Vorteil gereicht werden kann. Zumal sich ihre speziellen Werte wie Magie oder sowas erhöhen. Und also im Fall von Ran, ich kann immer noch nicht glauben, dass sie nach einem Detektiv Conn Charakter benannt ist. Zumindest in meiner Welt. Ha, du bist ein Noob. Es kann sein, dass ich ein bisschen übermütig bin, weil ich das Spiel schon zweimal durch habe. Okay, einmal auf Hector und einmal auf Trevor. Nein, das tust du nicht. Ja, ihr habt eben kurzzeitig gesehen, da war was Gelbes. Das war die Special Ability der Zombies, von denen ich erzählt habe, dass ich nenne es immer die auf dem Boden kotzt Attacke. Ich muss denen echt mal beibringen, dass sie nicht immer auf den Boden kotzen sollen. Ruf die Reinigungskraft, die haben ein Problem in Gang 3. Oh, richtig professionell, die Tür hier ist noch ein Schmelzwert offen. Mal sehen, ob ich morgen noch ein bisschen weiter aufnehmen werde, keine Ahnung. Epic Music. Ach so, ich dachte schon, der wäre. Das sind Skelettteufel, diese ganz schnellen Wesen. Sie haben gerade zur Zeit das gleiche Level wie wir, auch wie die Zombies. Nur sind die Skelettteufel eben ein bisschen schneller. Zack! Ran. Stopp, stopp, stopp. Ey, ich finde die Geräusche hier echt genial. Lecker, lecker, lecker. Ich hätte noch was zu trinken mitnehmen sollen. Oh, das sind Rüstungsritter.
Sie hatte einen hohen Angriffswert und auch eine hohe Verteidigung, aber genau diese Verteidigung. Und kann ihr auch noch zum Nachteil gereicht werden. Ihr seid schlecht. Hahaha. Und Moment. Wo ist der Stuhl? Ja, es gibt im Spiel auch Stühle. Ich will alle Stühle finden. Hier ist kein Stuhl, hier ist kein Stuhl. Okay, dann lassen wir es. Oh, ja du. Ja, warum ich hier gerade einfach die Klappe halte, ich bin ein bisschen sehr konzentriert, um mich ins Spiel wieder einzufinden und speichern. Ich liebe alles in diesem Spiel, wo man speichern kann. Ich mag es sowieso oft zu speichern, weil... Ich habe das Gedenkticket speichern. Und entschuldigt, wenn das Bild ein bisschen schief ist. Ich werde die Kamera mal ein bisschen zurechtdrücken. Jetzt dürfte es einfach gerade sein. Ja, noch nicht ganz. Ja, dauert ja nur mal ein bisschen, ne? Hättest doch mal vor dem Let's Play machen können, du. Ah! Jetzt passt schon. Okay, alles klar. Oh, was ist das hier? Oder wieso aus der Tür? Aus dem Raum. Das ist richtiges Deutsch. Hep! Danke! Wow! Alter! Nicht so stürmisch! Du könntest... Es ist noch jemandem wehtun dabei. Ach ja, das können diese Magier. Ja, ihr habt's gesehen, er hatte eine rote... was rote? Level up! Nein, er hatte kein Level Up. Er hatte eine blaue 185. Was haben wir denn hier? Doppelschritt! Während eines Quicksteps wacht, hast du den linken Analogstick und Sprungtab. Während eines Quicksteps lässt sich sofort ein weiterer Quickstep anschließen. Das sieht einfach so aus. Ha, ich liebe diese Ability einfach nur. Und du stirbst jetzt. Zack. Ja, ja, das Prinzip jetzt schon durchschaut. Erst die Magier angreifen und dann den Kämpfer. Ist noch einer? Nein. Es gibt jetzt ein Problem. Okay, schon erledigt. Meine verdammte Scheiße, ich liebe es, mich um zu hallöchen. Hep. Juhu. So kommen wir definitiv schneller voran. Den ignorieren wir mal einfach. Du wurdest erfolgreich ignoriert. Muaha, hahaha. Das war jetzt keine Anspielung auf den maskierten Hater. Oh nein, das war es nicht. Ja, ich... Ja, ein bisschen... Falsch. Moment, ich kann da runter. Sekunde, wo komme ich denn da raus? Sekunde, ich muss das mal eben kurz überprüfen. Also ich kann da runter, wo komme ich denn da hin? Der Stuhl! Geil! Und... Nee. Therapiesessel! Niederfrequente Wellen
Niederfrequente Wellen lindern steife Glieder. Kein Kommentar. Preis inklusive Versand und Nebenkosten. Jetzt bestellen. Ja, ihr seht, wir hatten einen geilen Massagestuhl. Also so einen will natürlich auch jeder zu Hause haben. Kann ich voll verstehen und so. Und du sollst nicht... Hallo, ihr sollt nicht immer in fremde Leute Wohnung kotzen. Ey, Leute. Ein bisschen manieren, ja? Sowas ist echt nicht toll. Sowas wollen die Zuschauer nicht sehen. Die wollen keine kotzenden Menschies sehen. Ja, ich habe Menschies gesagt. Ja, ich habe den Gentleman 16 gesuchtet. Will mich jetzt irgendjemand dafür hassen, oder was? Nicht in anderer Wohnung kotzen, verdammte Scheiße noch eins. Oh ey, die Vier sind auch nicht lernfähig, oder? Zack, tschüss. So. Leute, nicht in die Wohnung kotzen. Das würde dem Besitzer hier nicht gefallen. Oh, hast du Level abgemacht dran? Sehr schön. Wunderschön ist das. Für keine Anstrengung mehr groß, nein. Das war ein Gitter, ich dachte schon, wäre eine Tür. Trank, 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 trank! Mein! Nein, 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 du kotzt hier nicht rein! Boom! Fett! Ja! Da guckst du blöd, ne? Und dann eine Verbindung im dritten Stock. Und da komme ich... Mein Gott, ich war noch nicht gerade im dritten Stock. Was eigentlich gar nicht sein kann. Na doch, kann sein. Na, dann wollen wir mal langsam im dritten Stock. Oder seid ihr? Ich habe niemals drei gedrückt, aber okay. Bleib mal liegen, ja? Und stirb mal für mich. Haha, Zombies und sterben. Ha, der war gut. Oh mein Gott. Ich glaube, den Gang in den dritten Stock dürften wir gerade noch so schaffen. Von der Zeit her meine ich jetzt so. Aua! Au, du! Aluminium! Oh, ich kann was Neues kombinieren. Schwert oder Kopfbedeckung? Eine neue Kopfbedeckung. Ja. Ein korinthischer Helm. Na, mal sehen, was das ist. Ich werde. Schön gearbeitetes Stück. Mein Herz schwärmt damit, denn die Ohren sind vollständig bedeckt. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so lustig. Nein, jetzt ist das die Wahrheit. Wie lange brauchst du eigentlich noch? Oh mein Gott, du brauchst noch eine gewisse Weile, meine Kleine. Das hat sich fast gereimt. Juhu, der dritte Stock. Nervige Gegner, juhu. Boom. Ich mache euch kaputt. Und so. Und oh, ja, dich habe ich gesucht, Ein weißer Drache. Jungs, ihr müsst mich mal für eine gewisse Weile in Ruhe lassen. Denn das war's auch schon wieder mit Let's Play Castlevania Curse of Darkness. Bis zum nächsten Mal.